Lies Johannes 17, Vers 20. Dort sind auch die Jünger eins. Was heißt denn eins? Eins in dem Sinn, dass man ein Ziel hat, dieselbe Botschaft verbreitet hier. Johannes 17, 20. Aber ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein. So, ganz klar und deutlich. Und warum nimmst du diesen Vers, pickst dir diesen Vers raus, um ein Geschöpf Gottes anzubeten und damit Polytheismus, Götzendienerei zu begehen, aber siehst nicht, wie Jesus selber laut deiner eigenen Bibel ungöttliche Eigenschaften zeigt, wie zum Beispiel Unfähigkeit. Johannes 5, Vers 30, ich kann von mir selber aus nichts tun, ungöttliche Eigenschaft. Oder Markus 13, 32. Er weiß nicht, wann der jüngste Tag ist. Unwissenheit, ungöttliche Eigenschaft. Oder Matthäus 27, Vers 46. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ungöttliche Eigenschaft. Oder dass das ganze Alte Testament nicht ein einziges Mal, nicht ein einziges Mal vom Vater, Sohn, Heiliger Geist rede. Das heißt, Gott hat sich angeblich seit 1200 bis 1400 Jahren vor Jesus Geburt offenbart, hat aber vergessen, sein Wesen, das Wichtigste überhaupt, zu offenbaren, dass er aus Vater, Sohn, Heiliger Geist besteht. Aber die Bibel ist sowieso nicht vertrauenswürdig, weil die Bibel gefälscht ist und viele gefälschte Sachen mit reingekommen sind. Und du kannst das ganz klar nachlesen, zum Beispiel 1. Thessaloniker 4, 15 bis 18. Dort sagt der Apostel Paulus, an den du leider glaubst, wir, die Lebenden, die noch übrig sind bei der Ankunft des Herrn, werden den Entschlafenen, also den bereits Verstorbenen, nichts voraushaben, denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, also Gott, wenn der Befehl ergeht, der Erzengel ruft und die Posaune Gottes erschallt, zuerst werden die in Christus Verstorbenen auferstehen, also auferstehen von den Toten. Dann werden wir, die Lebenden, die noch übrig sind, zugleich mit ihnen auf den Wolken in die Luft entrückt zu der Begegnung mit dem Herrn. Falsche Prophezeiung und deswegen suche nach der Wahrheit. Der Islam ist für dich offen. Nimm deine Liebe zu Jesus mit, deine Liebe zu Gott mit, deine Liebe zu den Propheten mit, deine Liebe zur Schrift mit. Aber Folge der unverfälschten wahren Religion Gottes. Inna dina indallahi al-Islam. Wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam. Und hüte dich und schütze dich so vor der Hölle. Denn Allah sagt im Koran, wa man yabtaghi al-Islam dinen, fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirat min khasirin. Wer eine andere Religion als den Islam begehrt, sie wird von ihm nicht angenommen werden und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören.